Hallo Kameraden und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hatsu und Standard Ranked. Jetzt ist ja das neueste Set draußen, der Hexenwald, und es gibt neue Decks und ich habe mir was gebaut. Ihr könnt mal kurz reingucken. Mit Hilfe deswegen der Titel Monarch des Mondlichts. Ein ungerade Deck mit Baku und theoretisch auch ein bisschen Drache. Ja, das ist das Deck. Ich habe es ein bisschen gespielt, ist auf jeden Fall ganz cool. Hat fast nur neue Karten drin quasi. Und ein paar nicht neue Karten. Chamäleos ist natürlich ziemlich cool. Ja, und mal sehen, wie das läuft, oder? Also, nachdem wir zwei Folgen dann gespielt haben, werde ich auch das Combo-Bombo, habe ich auch ein bisschen verändert. Ich habe es noch Combo-Wombiger gemacht, indem ich das geändert habe. Plus diese Karte. Echo verleiht allen feindlichen Dienern bis zu eurem nächsten Zug minus 2 Angriff. Aktiviert die zweimal und dann ihn. Und dann kannst du quasi jeden Diener töten, der 6 oder weniger Angriff hat. Weil du jedem Diener minus 4 Angriff gibst. Und der vernichtet alle anderen Diener mit max 2 Angriff. Und nur von Gegnern nebenbei. Nur feindliche Diener. Also ziemlich mächtige Kombo, glaube ich, die ich hier zu geerdet habe. Außerdem ist er auch cool, um zum Beispiel seinen eigenen Laulu-Lakai zu zerstören, zum Beispiel. Also, mal sehen, wie das läuft. Bin ich auch gespannt drauf. Jedenfalls, das Wichtigste erstmal, wir testen unsere Macht des Mondlöchs. Weiß ich, ich hab's glaub fast... Ich weiß nicht, wie der Vorschlag war, was dieses Deck mir geben wollte. Auf jeden Fall habe ich alle Mana-Karten, die 9 Mana-Kosten, rausgepackt. Oder fast alle, außer Baku. Weil du einfach nicht die Chance, weil die Heldenfähigkeit so wichtig geworden ist in dem Fall, dass du keine Zeitpunkte, also keine Möglichkeit findest, quasi eine neue Mana-Kreatur zu spielen und immer noch deine Fähigkeiten einzusetzen. Das ist einfach nicht so möglich. Deswegen habe ich auch teils mächtige Karten rausgenommen, außerdem auch wegen dem Schurken, der kopiert aber meine guten Karten. Wobei, das ist eigentlich egal. Eigentlich egal, was du spielst, da kann sie ja per Zufall so oder so kopieren, aber... Den teste ich gerade nur aus, hat mich zwar 800 gekostet, gut 400, weil ich eine goldene Version mal gezogen hatte, aber den Chamäleon zu ziehen war richtig gut. Dann wüsste ich zumindest immer meine Handkarte von ihm. Das ist natürlich super, vor allem in Runde 5 kannst du ihn sofort heilen, weil wir heilen um 4, das heißt wir heilen ihn sofort wieder hoch. Oh, da ist das Chamäleon, natürlich werden wir den nicht als 1-1 ausspielen. Wir werden aber in die Hand des Gegners gucken können. Ja, das ist cool. Das empfinde ich als super cool. Schau, er hat zum Beispiel diese Karte. Jetzt wissen wir das. Einmal den für 3 Mana den 3-3er. Wenn er den nicht coint, weil er die Heldenfähigkeit vielleicht einsetzen möchte lieber, hätten wir die Chance gehabt, ihn zu spielen. So, jetzt ist das... Oh, er hat auch diese Karte. Okay. Das ist... Eventuell ist es trotzdem gut, den zu spielen, weil er ihn vernichtet quasi, trotz allem. Besser als ein 3-5er, weil er geht auf 4-4 und dann tötet er meinen und überlebt. Das wäre nicht gut gewesen. Also muss ich das machen, vor allem weil wir wissen, dass er die hat, wo er ihm so oder so mehr Angriff gibt. Also packen wir das lieber so hin. Ja, seht ihr, hätten wir nicht gewusst, dass er die hat, hätte ich den vielleicht sogar trotzdem gespielt. Auch wenn er dann mit der Heldenfähigkeit vor Face, also hier reinrennen hätte müssen. Oh, cool. Jetzt kann er die für umsonst spielen. Und mir Face geben, das war dumm. Obwohl, er hat 7 Leben da, ne? Trotzdem dumm, finde ich. Weil ich den jetzt heilen kann. Er hat die Karte auch, okay. Die kopiert nämlich auch Karten, ja, ja. So, und dann können wir da reinrennen. Ist eine gute Sache. Und er überlebt. Ha, und jetzt wird er ihn vernichten, natürlich, aber er hat überlebt. Dann können wir den spielen. Jetzt wird die Motte gar nicht so schlecht. Nach dem und dann die Motte, ein 16er zu haben, ist schon geil. Den muss er dann gut gegen... Denkst du, ist vielleicht nicht so gut, aber theoretisch ist es sehr gut. Den immer hochheilen ist vielleicht schwierig. Er hat auch die Karte, jetzt wissen wir das. Wir wissen 2 Karten noch. Da, ne, eine nur noch. Das ist die einzige Karte, die wir gerade wissen, weil er 2 von den Karten, die wir
die er ausgespielt hat. Wir sind eine von sechs. Einmal Meuchern hat er. Und jetzt aktiviere ich jede Runde die Karte, die wir sehen, so ganz zufällig. Nee. Ja, das ist egal, setzen wir eben die zwei nächste Runde einfach hin. Dafür hat er keinen guten Zug gemacht. Er hat uns einmal eine Karte denied, mehr oder weniger. Hat aber eine Karte eingesetzt dafür, damit er ein bisschen mehr Tempo hat. Weiß nicht, wie ich das empfinden soll. Aber schauen wir mal, wie er damit reagiert. Oh, er hat die Karte einmal. Wird jede Karte einer anderen Klasse, die ihr in diesem Spiel ausgespielt habt, erneut aus. Das wäre bisher ein 2-3er. Die hat er natürlich auf der Hand. Die ist brutal. Die ist richtig brutal. Es wäre gut, vorher ein entsprechendes Feld zu haben. Wir können den sogar spielen, sofern er nicht... Oder wir heilen uns. Okay, den möchte er dann auch haben. Und der gibt dir noch eine Karte. Das ist dumm, dass sie immer... Genau das Lacken, was sie brauchen, quasi. Ah, das... Er hat die von mir sogar bekommen. Sehr interessant. Wir können theoretisch sein Feld recht gut töten. Wenn wir... Aber das wäre vielleicht nicht so gut. Wir können den einfach spielen, tatsächlich. Ich glaube, das ist ziemlich gut gerade. Und heilen. Weil jetzt kriegt er plus Angriff. Ah, jetzt kann er alles töten. Ja. Na gut, hätte er vorhin das schon machen können. Hm. Jetzt kann er auch theoretisch, wenn er nicht angreifen würde, alles töten. Ja. Er hat noch einen gehabt. Wir wissen, er hat die Schillermotte. Das heißt, er wird. Das, er könnte die jetzt ausspielen und das Leben aller verdoppeln. Wenn er gewollt hätte. Hä? Ach so! Stimmt. Nur wenn er ungerade Kosten enthält. Ah, hab ich ganz vergessen. Ja, was man so alles vergisst. Oh, er hat so einen Elementar. Gut, logisch. Er hat nur noch drei Handkarten. Oh, das ist ja schön. Sollen wir uns heilen oder ihn? Ihn zu heilen ist ganz cool, glaube ich. Wir können den ausspielen, aber ich möchte weiter in seine Hand gucken. Oh, 8-8er, das ist schon ziemlich gut. Oh, wenn wir jetzt die Motte ziehen, das ist ein 16-8er. Oh, dann den und dann die Motte. Oder ihn! 18 Leben, das ist schon ziemlich gut. Stell euch mal vor, wie gut die Motte hier in diesem Deck sein kann. Und die beiden angreifen und dann boom. Theoretisch müsste er den auf unter... 5, also 5 Schaden machen. Theoretisch, weil sonst kann ich face gehen einfach. Und das Feld ist jetzt nicht so schlimm für mich, als dass ich den gegen sowas traden müsste. Eintauschen, 8 Schaden gegen ein 2er. Nö. Oh, da ist schon wieder die Motte. Oh, schau. Er macht das ganz schlau in dem Fall. Oh, das ist ja cool. Oh, das ist so gut, dass ich die einsetzen muss jetzt. 4 Schaden einfach. Er hat die jetzt zweimal gehabt. Er hat einmal die Achterkarte nicht vergessen. Acht Schaden, ja. Bisher hat er auch nicht so tolle Karten gehabt, dass er sie... Er hat zweimal die Motte gehabt, einmal den 1-1er, einmal den 2-3er. Das würde er alles ausspielen, glaube ich. Aber das ist nichts, was jetzt, wo ich sagen würde... Er kann beiden lieber einen Schaden machen. Ich meine, das sind 8. Plus 5 sind 13, 15. Ja. Ach, warte. Ich kann ihn töten in dem Zug. Sehr gut. Ja, wir machen aber die beiden. Ha! Gewonnen! Gar nicht so leicht, die auszuschalten, hä? Wir haben gegen das Deck gewonnen. Yay! Ja, ja, kann das wieder weg. Danke. Und wir haben 7 Spiele in irgendeinem beliebigen Modi gewonnen. Auch gut. Und 3 von 10 Spiele, um Lunara zu bekommen. Falls wir keinen Bock mehr haben auf den Standardruinen. Malfurion. Man weiß es nicht. Malfurion. Mama Furion, du bist bald weg. Ist nicht Lunara?
Tochter von Morforion? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Warte, wen hat er dann geschwängert? Ne, das war von jemand anderem die Tochter oder doch Morforion? Das hieß er, der seine Geliebte geschwängert. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Oh, das ist gut, dass wir den schon wieder first haben. Den will ich vielleicht behalten. Ah. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen bessere Garten. Das ist schon mal gut, dass wir den haben. Ah, 2 Fünfer. Wir haben ja nur ungerade. Das darf ich nicht vergessen. Hätten wir noch einen Dreier, aber da habe ich nicht einen Dreier weggekickt. Aber wir wissen, ah, das ist dieses Deck natürlich. Wir sind mehr oder weniger Anti dagegen. Mal sehen, ob er schnell genug Schaden macht. Wenn er einen Einsatz zieht, hätte es sein können. Ah, die Waffe auf jeden Fall. Oh, das ist sehr gut. Coin, Coin. Je nachdem, was er jetzt spielt. Aber er macht Klotellenfähigkeit jetzt. Also können wir den spielen und dann den. Das ist sehr wichtig in so einem... Oh, er hat den einmal. Ja, die Waffe plus... Warte, das ist dumm, also den zu spielen. Zuerst in die Waffe hinein. Das ist auch ziemlich dumm. Natürlich ist das schlauer, den zu spielen. Oh, schau mal, wir können den ziemlich hoch pushen. Wenn er seine Waffe spielt und ihn angreift, könnten wir ihn auf 5-5 bringen. Und also heilen und dann auf 5. Oh, das wäre so gut. Oh, das war richtig gut. Mal sehen, was man macht. Das Deck basiert aber nur. Achso, ich habe sogar mal gewonnen gegen ihn, obwohl er einen Einser gestartet hat. Das sind 2 Einser, der uns jeweils einen Schaden macht. Habe ich dann hochgeheilt. Ja. Stimmt. Da, den spielt er jetzt. Okay, das heißt, nächste Runde ist er so oder so tot. Oh, das ist auch eine gute Karte. Heißt, ihn hochzupushen bringt nicht so viel, außer dass ich ihm 10 Schaden machen würde. Das ist aber, ich glaube, das ist besser, wenn wir den hochpushen. Oder? Oder ihn? Wir haben nichts zum Leben hochzupushen gerade. Das wäre so gut gewesen. Schauen wir mal. Wir wissen immerhin ein paar Karten von ihm. Die Waffe plus das, plus den, den er ausgespielt hat. Ja, hier spielen sie. Den? Weil er ungerade ist? Das? Oh, das ist so unfair. Er spielt wirklich den. Ist ein Einser. Hätte ich wissen müssen. Okay. Aber den habe ich ja nicht gesehen. Oh, mei. Schade. Wäre gut gewesen. Jetzt wird er die Waffe nicht mehr anspielen. Oder seine Einserwaffe, wenn er die denn gehabt haben sollte. Wir wissen, dass er den Tierbegleiter hat. Vielleicht spielt er den in der Hoffnung, dass er den Typi bekommt, der bloß 1 Angriff auf seine Figuren, also seinen Verbündeten, seinen befreundeten Dienern gibt. In Runde 4 können wir nicht viel machen, tatsächlich. Ah, jetzt muss er hart überlegen. Die Waffe war am besten. Da verliert er zwar... Er macht das, okay, in der Hoffnung. Ah, oh, nicht geklappt. Und den. Oh, das ist also nicht mehr korrekt. So, er hat Baku auf der Hand. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt können wir wieder einen ganz coolen Zug machen. Ist jemand verletzt? Ha, komplett hochheilen. Und die Karte ziehen und den vernichten. So. Würde sagen, das war sehr gut. Er kann ihn immer noch, er muss jetzt irgendwann mal rein. 7 Schaden werden das. Mit seiner Waffe. Ja. Ich meine, 3 plus 2 plus die Heldenfähigkeit würde er dann machen. Oh, noch ein Tierbegleiter. Hat er 2 davon. Oh. Ist auch nicht so gut gelungen. Ah, schau mal, er hat dazu gelernt. Oh, wir können jetzt die Waffe nutzen. Ups. Oh, wir hätten den nutzen können, um, na gut, ihn auf 2 Leben zu bringen, wäre jetzt nicht so gut gewesen. Aber. Yay, wir haben die Saisontruhe geschafft. Juhu. Der Jäger hatte keine Chance, wie es aussieht. Ups. Ja, das lief beim ersten Mal, aber nicht so gut. Da habe ich auch ein paar mehr Hurrikanen. Und weniger Dreier. War schon gut, den glaube ich, zu... Ja. Hätte man lieber seine Waffe ausgespielt. Ah, ist so schön, in die Handkarten zu spionieren. Ah, den will ich nicht spielen zuerst. Der, weiß ich nicht, ist er am Anfang gut genug? Er ist ein Dreier, mein. Ein Einser wäre noch gut.
Wenn Runde 4 könnten wir den so oder so pushen. Oh, schau mal, ob er. Was spielt er? Er spielt kein Baku. Er spielt nicht so cool wie ich. Oh. Das heißt, er hat vielleicht ein Deck einmal gespielt. Ja, ich weiß nicht. Ah, sieht schlecht aus, weil er zwei Züge vor mir ist. Ah, wir spielen den und dann. Naja. Tötet er. Okay, wir würden aber beide traden quasi. Müsste er. Das ist sehr gut. Wenn er denn nichts hat um eine 4 Mana, also 4 Angriff, ist schon sehr gut gegen Priester. Das darf man nicht vergessen. Oh. Baku. Ungerade Priester. Ja, das ist schon toll, oder? Ungerade Drachen quasi. Müsste ich das Deck eigentlich nennen. Aber ich habe ein Paladin-Deck so benannt. Oh ja, stimmt. Wir haben ein Paladin-Drachendeck gebaut. Auf Ungerade. Oh. Ah, das ist das Deck. Ah, interessant. Aber er hat den auf. Na gut, er wird den heilen. Klar. Nehme ich mal stark an. Das ist das OTK-Deck. Mehr oder weniger OTK. Oh, er möchte ihn auch. Warte, kann er die dann noch heilen für 0? Die Karte. Oh. Nice Addition zu diesem Deck eigentlich, tatsächlich. Könnte tatsächlich das machen und zerstören. Oh, das ist echt dumm. Den auf 8. Das heißt, er würde auf 16, möglicherweise auf 32 hochpushen. Lassen wir mal. Ich war versucht, das zu tun, aber das ist nicht gut genug. Das ist natürlich keine gute Hand. Kein 5er, obwohl ich einige spiele. Wenige 3er, obwohl ich auch einige spiele. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich die spielen würde. Kommt auf höchstens 20. Ja, das. Insgesamt können wir den zumindest töten. Und das ist schon mal gut. Weiß nicht, wieso ich den golden spiele, aber so ist das eben. Oh, wieder hochgehalten. Wieso hatten wir 3 Schaden? Ach so, wegen ihm. Tatsächlich ist die Hand Bullshit. Ich kann die aufgeben. Wenn ich glaube, wir werden verlieren. Aber es kommt drauf an, wie er. Wenn er vielleicht übermütig wird, können wir einen zerstören. Und dann hört er seine Kombo weg, weil der kommt höchstens auf 24 Angriff. Derzeit. Gut, dass ich das Deck kenne. Und 4-9er ist ziemlich gut gegen den, glaube ich. Ach, warte, er spielt die Motte wahrscheinlich. Die Motte ist ja auch ein guter Zusatz. Nee, kann er nicht spielen. Nicht ungerade. Ah, stimmt, die müssen. Das auf ungerade versuchen können zu bauen. Dann mit der Motte nämlich nochmal verdoppeln. Aber dann fehlt die andere Karte zum Verdoppeln. Und das ist gerade. Also, die Motte ist nicht so gut wie die gerade Karte für 2 Mana. Ich kann ja alles hochheilen. Oh, er macht nicht mal einen Schaden. Und mein Hellenfähigkeit ist besser als seine. Ah. Es ist die Heilung, während er nur über die geringe Heilung verfügt. Oh, dagegen können wir nichts machen. Außer das eben. Oh, lohnt sich das? Besser als den zu lassen, oder? Oder den spielen, damit er ihn hochheilt. Das ist doof. Wir wollen den loswerden, glaube ich. So, hätte sogar das machen können, wenn ich wohl gewollt hätte. Jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr, wenn er einen Angriff eines dieser Dinger verdoppelt, Leben und so, sind wir eigentlich tot. Hab nämlich nichts, um das zu, naja, dem entgegenzuwirken. Heißt, theoretisch sind wir tot. Weil ich nicht weiß, wie ich dagegen vorgehen soll. Den spielen, dann angreifen, den unbedingt zerstören und dann das machen. Das wäre möglich. Oh, das Chamäleon. Damit wir in die Hand gucken können. Das hätte ich mal vorgebraucht. Damit wir gewusst hätten, A, gegen was wir spielen, hätten wir dann eher herausfinden können. Und B, was er alles auf der Hand hat. Und wie wir dagegen hätten vielleicht vorgehen können. Auch wenn meine Möglichkeiten zur Vorgehensweise etwas limitiert waren. Möglicherweise pusht er jetzt sogar einmal den Angriff von jemandem hoch. Selbst müsste er von beiden. Und dann könnte er die OTK verzichten. Dann kann er die nicht mehr durchführen.
Allerdings würde er locker den wegkriegen. Und noch hochheilen können, einen. Aber wir würden mindestens einen zerstören können. Durch sowas. Hätte ich jetzt die Möglichkeit gehabt, die 6-Mana-Kreatur reinzupacken, die alle Kreaturen mit 2 oder wenig Angriff zerstört. Oh, das wäre so gut gegen das gerade. Aber es ist leider gerade und ich spiele ziemlich ungerade. Na, ich freue mich schon zu sehen, was er da hat. Vielleicht irgendwas Cooles, um ihn zu verdoppeln. Ah, er spielt das. Ja, er kriegt bald auch ein paar. Ah, das ist nicht so toll, finde ich. Wobei das hilft, um ihn 4, 5 plus 4 sind 9. Würde meine Figur töten, wenn ich nicht diese Karte gehabt hätte. Erstmal hochpushen. Wir können den sogar ausspielen, um. Aber ich mach das. Warte. Wir könnten den kopieren tatsächlich. Den nicht, leider. Zu wenig Mana. Wartet mal. Ja, wir haben nur 2 Schaden bekommen. Das heißt, ich kann nicht mal richtig heilen für Dings. Er zieht nicht mehr Karten, deswegen. Ups. Wir wissen, er hat die Karte. Er kann ihn im Moment nicht zerstören. Dafür habe ich gesorgt. Ach ja, wir können uns hochheilen. Sehr gut. Und nächste Runde könnten wir sogar den spielen, noch zusätzlich. Und nochmal einheilen. Und dann kriegen wir 2, 3, 3er dran. Das wäre gut. Oder irgendwas, um sein Leben zu verdoppeln. Oh, das wäre super. Denn ich glaube, den kriegt er dann nicht mehr weg. Wird jetzt schon schwierig für ihn. Aber er kann hochheilen und Karten ziehen. Was ziemlich gemein für uns ist, weil im Moment kriegt er den auf 7, 14, 28. Das heißt, wir hätten aber noch ein Leben. Aber dann habe ich nichts, um ihn zu zerstören. Das ist böse. Wenn er die Kombo hat, sind wir tot. Definitiv. Also. Wenn wir nicht vor es schaffen, seine Viecher zu töten. Oder wir kopieren zufällig die Karte, die Angriff gibt, schaffen es, das Leben zu verdoppeln. Auf 22 und dann Bums. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie ich sehe, dass ich da irgendwie gewinnen könnte und das bevor er seine Combo haben kann. Wieso will er das machen? Er kann das so oder so heilen, hä? Achso, er möchte Nova spielen, nehme ich an. Ich habe auch Nova, das hilft mir aber gerade nicht so sehr. Warte, 3, 5, 6, 7, 8. Wir können mit Nova aber ziemlich viel Unsinn machen. Den lieber spielen. Wir haben Drachen. Ich weiß nicht. Oh, da entspricht den Angriff. Hätte jetzt noch die Matte gehabt. Aber wir können den hochheilen und dann den vernichten. Das ist sehr gut, glaube ich. Wir wissen, dass er die Karte jetzt hat. Klar, meiner stirbt auch dabei. Oder? Nicht unbedingt. Ja, wir können sogar dafür sorgen. Ja, wir heilen ihn komplett und dann hat er 22. Hat er immerhin 11 Angriff sogar. So. Dann ist er weg. Das war der beste Zug, den ich machen konnte. Und er hat ein paar Sachen verloren immerhin. So. Und er wird ein paar Drachen verlieren. Vielleicht sogar die, weil ich heile ja ihn zu Tode. Er hat leider nichts Schlimmes verloren. Ah, schau mal, das Zeichen ist ja cool. Aber das ist doch nicht die einzige Verbannte, er hat doch 2 verloren, oder? Das zeigt nur die letzte verlorene Karte an. Aber das gab's vorhin nicht. Und hier, die hat er verbrannt. Ah, stimmt, die beiden. Das ist gut, dass die verbrannt wurde, die ist egal. Aber das Gute ist, wir haben ja noch ein paar 3-3 übrig. Also wir haben seine Combo erstmal vernichtet quasi. Oh, er hat nochmal eine Massenvernichtung. Upsi, sorry, mir ist was runtergefallen. Ja, okay, die Karte. Achso, die kostet 4 Mana. Konnte ich nicht ins Stack packen. Ah, dafür hat er die Karte. Okay, die ist sehr, sehr gut. Und wir können die beiden zusammenspielen. Wir haben einen Drachen, das heißt, er kriegt auf 4 und er kriegt Taunt. Und wir können schauen, was wir bekommen von ihm.
Wir wissen, dass er die Karte hat, die den Angriff hochholt. Ja, welch Zufall, er wird die natürlich spielen. Also, er kann den mindestens auf 9 Angriff gerade bringen. Sehr wahrscheinlich sogar das Leben verdoppeln. Und ihn dann mindestens auf derzeit 22 Angriff bringen. Davon gehe ich aus. Okay, er bringt ihn nur auf 11. Das ist sehr gut für ihn. Und er kann ihn hochheilen. Das bringt uns in eine Lage, die sehr schlimm ist. Ihr seht, das Deck. Mein Deck. Wir haben auch ziemlich scheiße gezogen, muss man mal anmerken. Also richtig scheiße haben wir gezogen. Wir können das Leben eines Dieners verdoppeln. Seins. Und dann sterben wir aber wahrscheinlich. Wegen ihm. Wir könnten die beiden spielen und hoffen. Aber er ist gerade nicht gut wegen ihm. Theoretisch ist es Beste, ihn hochzupushen und fertig. Und hoffen. Auf was hoffen wir dann? Das ist eine gute Frage. Sein Leben hochpushen bringt mir aber nichts. Das plus das würde was bringen, glaube ich, am meisten tatsächlich. Und uns. Ah, wir könnten sein Leben auf 10 bringen. Dann müsste er mit bei. Nee, das würde gar nichts gerade bringen. Ich glaube, wir sind jetzt tot wahrscheinlich, aber muss nicht sein. 7 ist schon sehr gut. Man, so langsam müsste er die Combo haben. Er hat 9 Karten über, also mehr als wir gezogen. Ja, das ist echt traurig, die ist so gut. Die Motte wäre auch gut gewesen. Schon öfters. Zum Beispiel mit ihm, Motte drauf oder wenn er da ist, beide Motte. Bam. Weil Botte macht, glaube ich, beide Seiten. Er heilt ihn, dann geht er auf 11, dann geht er auf 22 höchstens. 22 plus, das ist tot. Also, eigentlich hat er gewonnen. Weil das genau 28 wären, außer er hat das nicht. Damit verringert er wieder seine Chance, obwohl er auch die Karte spielt, die um 6 heilt. Das heißt, er kann den hochpushen immer noch. Oh, die ist unser Ende. Wenn er die auf 12 bringt, dann sind wir auf 23. Den hochheilen ist aber doof. Das ist wirklich doof. Wenn er den heilen, kann er ihn auf 16 bringen. 16 plus 12. Ne, er hat nur noch einmal die Karte. 16. Er hat nur noch einmal. Wir können theoretisch Karten ziehen und hoffen, dass wir irgendwas Brauchbares ziehen. Ja. Schade. Wir haben verloren. Glaube ich. Wir haben hier sogar jetzt sein Leben hochgepusht, was nicht so toll ist. Er kann aber theoretisch nicht ihn aber vernichten, weil er 16 Leben hat. Das ist schon mal gut. Kann dafür sorgen, dass ich aber niemals die Möglichkeit habe, mit ihm jemals wieder anzugreifen. Denn ich müsste ihn ja unendlich hochpushen. Warum haben wir nicht einmal die Motte gezogen? Schau mal, noch zweimal die Motte drin. Die ist schon gut. Mit ihm, dann hätten wir den und Motte einfach gespielt und fertig. Den werde ich nie erspielen. Das ist das Problem. 9 Mana in einer Situation wie dieser. Unmöglich. Aber musst du lange überlegen. Schau da an. Yeah, er hat sie. Das zweite Mal. Er könnte aber Face gehen und gewinnen. Aber das macht er nicht. Oh, er will den haben. Na gut für ihn. Eine Ysera-Karte. Ja, wir können das nicht mehr gewinnen. Ich habe keine Massenvernichtung im Deck, weil der gute Priester hat sie nicht mehr. Na, da haben wir die Karte. Yay. Ja, wir haben leider sehr schlecht gezogen gegen ihn. Das hätten wir wahrscheinlich sogar noch gewonnen. Aber egal. Wir haben sehr viele Diener vernichtet. Und mein Gegner hat eigentlich nicht gut gespielt. Er hätte aber Face gehen müssen, dann hätte er gewonnen. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wisst, darf ich euch freuen. Kommt da rauch. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir immer noch dieses Priester-Deck spielen.